Heute ist Dienstag und es ist der 20. September 2022 und ich lese aus Lydia. Lydia ist ein Manuskript, noch nicht veröffentlicht. Es ist die Fortführung von Wer es glaubt, wird selig, Bliss Afterlife. Ein Buch, das ich angefangen hatte in 2006 und ich habe daran geschrieben bis 2017. Und dann bin ich ein Buch 2 angefangen und das ist Lydia. Lydia habe ich, ist noch in Arbeit, aber wir sind hier bei Kapitel 42. Es geht um eine Reinkarnation. Lydia ist die erste Reinkarnation in diesem Buch. Sie ist geboren im März 2012. Und wir sind jetzt hier etwas weiter. Wir sind am Tag der Party, 5. Mai 2012. Es ist der Geburtstag von Pete, der Architekt. Anna war früh aufgestanden. Peter und sie hatten bis spät in die Nacht hinein gesprochen. Die hatten so wunderbare Unterhaltungen. Peter konnte einen schottischen Akzent wunderbar imitieren und sie wurde nie müde, es zu hören. Er liebte ihre russischen Sprichworte zu wiederholen. Normal, sie endeten immer ab mit Lachen, weil die Aussprache leitete zu vielen witzigen Sätzen. Sie fühlten sich beide so glücklich in ihrer Gegenwart. Annas Gedanken rannten in ihrem Kopf. Sie konnte sich nicht erinnern, ob sie jemals so glücklich gewesen ist. Ihre Gedanken gingen in ihrem Kopf, sie konnte nicht weiter im Bett bleiben. Peter schnarchte noch leise und sie deckte ihm zu, nachdem sie aus seinen Armen geschlüpft ist. Sie fühlte sich so aufgeregt. Diese Party würde Peters Geburtstag feiern. Und nicht nur das, auch ihre Entscheidung, die Zukunft zusammen zu verbringen. Sie hatten geplant, dass er Schottland verlassen würde, sobald er konnte. Er musste hin und seine Affären fertig machen, aber sie wollten Susan fragen, ob er ein Zimmer hier mieten könnte in dem Hause. Beide, Anna und Pete, wollten hier gerne leben. Es war komisch, aber es war keine Frage. Sie wollten mit allen darüber sprechen heute Abend. Sie fühlte sich fast atemlos. Ihr Telefon klingelte, es war Skype auf dem Laptop, ihre Mutter. Sie sah auf ihre Uhr, es war 6.30 Uhr. Sie musste lachen. Ihre Mutter wusste, dass es Pete's Geburtstag war. Hey, Mom, woher wusste, dass ich denn jetzt schon wach bin? Ach, das weiß ich einfach. Ich habe gar nicht geguckt, was die Zeit ist. Sorry, Anushka. Ich hoffe, du warst wach. Ich kann es sehen, du bist in der Küche. Ja, ich bin nach unten gekommen. Ich konnte nicht länger schlafen. Ich wollte anfangen, Präparationen für heute Abend. Aber ich bin so aufgeregt, Mutti. Sie lachte an ihre Mutter. Die wischte sich die Tränen aus ihren Augen. Ich bin so froh, mein Schatz. Ich werde dich nicht aufhalten. Ich wollte nur dein Gesicht sehen und wollte sicher gehen, dass du glücklich bist. Ich bin glücklich, Mami, wirklich. Ich bin wirklich glücklich. Peter ist wunderbar. Wir kommen euch bald besuchen. Ich verspreche das. Er muss nur allerhand in Ordnung bringen in Schottland. Wir werden hier im Haus leben. Für die nächste Zukunft. Oh, ich bin so froh, Anushka. Ich werde das mal gleich deinem Vater erzählen. Okay, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und einen großen Kuss. Anna machte das Gespräch zu Ende, nachdem sie ihrer Mutter einen Kuss geschickt hat. Sie fängt jetzt besser an, den Borscht zu kochen. Sie hatte alles eingekauft und machte das Radio an und fing an zu präparieren. Als der Topf auf dem Ofen war, auf dem Herd war, ließ sie es auf niedrig und entschloss sich, ein langes Bad zu haben. Es war gerade erst nach 7:30 und das Haus war immer noch sehr ruhig. Melanie und Tony hatten das ganze Oberdachwerk des Hauses als ihre Quarters genommen für das Wochenende.
Dieses war Susans privater Hideaway und ein wunderbarer Raum oder Räume ganz oben im Dachboden von der Herberge. Für Melanie war es der wunderbarste Raum, das Haus in dem Haus. Und Susan hatte es ihr gerne gelassen für die beiden zur Benutzung. Sie ist kaum in diesem Zimmer gewesen, seitdem sie David kennengelernt hatte. Es war ein großer, räumlicher Raum mit Dachbodenraum, mit einem kleinen Balkon, der in das Dach gesetzt wurde. Ein Velux-Fenster mit seinem eigenen kleinen Patio. Der Cabrio-Balkon, Melanie lachte. Sie hatte das gesehen in einem von ihrer Londoner Freunden und sie dachte, die Idee war einfach genial. Das obere Fenster öffnete sich aus und das untere formte dann einen kleinen Raum, der von allen Seiten umrandet ist, wie ein kleiner Balkon. Man konnte den Hof heben und dann war das Glas als Dach. Toni hilf ihr, das zu eröffnen, das aufzumachen und der Blick hinaus war unwahrscheinlich. Sie konnten die Sonne hinter den Bäumen sehen. Es wurde alles schon viel grüner. Die Luft war klar und er stimmte ihr zu. Dieses Zimmer war unwahrscheinlich. Meine Tante hat es weiter und weiter verbessert über die Jahre, sagte Toni. Ursprünglich war dies hier ihre Hauptresidenz, bevor sie ihr eigenes Haus gekauft hat. Die meisten der Räume waren immer besetzt. Manchmal jeder einzelne Raum hatte jemanden drin. Sie hatte dann den Monitor für unten installiert, vor ein paar Jahren mit einem Lautsprecher und einer Kamera, dass sie sehen konnte, wer dort an der Tür war. Einer von den Residenten war eine Elektrikerin gewesen. Guck mal, die Badewanne, ist das nicht fabulous? Die Badewanne stand fast in der Mitte des Zimmers. Es sah toll aus. So ungewöhnlich. Alles in diesem Zimmer ist für Komfort kreiert. Meine Tante brauchte diesen Platz als Herberge für sie selber innerhalb der Herberge über die Jahre. Meine Omi Bliss ist oft hier oben gewesen, wenn sie Mutti besucht hat, nachdem Opa gestorben ist. Sie liebte es, nach London auf Besuch zu kommen. Sie hätte überall in den Räumen unten bleiben können oder sogar bei Susans Zuhause, aber sie liebte dieses Zimmer. Toni erinnerte sich gerade daran. Gott, die musste in ihren 80ern gewesen sein und dachte nicht zweimal nach, einfach die Treppen hochzuklettern bis ganz nach oben. Er konnte Zeichen von seiner Oma überall sehen. Er sah sich um, das Licht schien in den Raum und ein Bild von seiner Oma und seinem Opi mit seinem Vater Chris und seiner Mutter Holly, mit Susan, seiner Tante und Steve, seinem Onkel Ben, alle in einer Gruppe vor einem riesigen Elefanten. Guck mal hier, hier ist ein Foto von India mit dem Elefanten. Er gab das Bild zu Melanie. Es war alles ein bisschen verblasst und der Rahmen war recht schwer. Die beiden Jungs konnte man noch klar sehen, aber einiges war etwas verblasst. Wie niedlich, euch beide kleinen Jungs hier zu sehen. Ihr haltet die Hände. Alles war am Lächeln auf dem Bild. Ja, wir mussten uns die Hände halten, weil wir hatten gerade vorher uns gestritten. Um echt zu sein, jetzt habe ich gerade überlegt, das ist nicht in India gewesen. Dieses war in einem Zoo. Wir waren in India gewesen und als wir zurückkamen, sind wir alle in den Zoo gegangen mit meinen Großeltern. Hier ist ein Foto von meinen anderen Großeltern. Das ist in Indien. Er gab ihr ein kleines Foto von Steve mit den Jungs auf seinen Arm. Susan und Holly waren neben ihm mit den Eltern in dem Hintergrund. Melanie fühlte den Bond und die Verbindung der Familie in diesen Fotos. Es hat lange schon hier gestanden. Es war ein bisschen verstaubt, aber Susans Leben war so beschäftigt. Dieser Raum war
nicht oft benutzt jetzt. Ich finde, es hat eine Luft der Zeitlosigkeit hier. Melanie sah sich um. Da waren alle möglichen Bücher auf den Borden an den Wänden. Das Bad stand in der Mitte und plötzlich fühlte sie, es wäre perfekt, ein Bad zu nehmen. Jetzt, sofort. Das Bad war groß genug für zwei und Toni hatte schon ihre Gedanken gelesen und angefangen, das Wasser einlaufen zu lassen. Sie schlossen den Balkon und Melanie machte ihnen eine Tasse Tee. Was für ein unwahrscheinliches Zimmer, eine Tasse Tee zu haben und ein Bad. Zur gleichen Zeit, dachte sie. Faye und Ben schliefen noch. Lydia war in der Nacht aufgewacht und Faye war mit ihr nebenan gegangen, damit sie Ben nicht aufwachen würde. Als sie wieder ins Bett kam, hatte sie die kleine Lydia zwischen sie beiden genommen. Die Sonne schien ins Zimmer und auf Lydias Gesicht und Lydia gähnte plötzlich laut. Faye bewegte sich und öffnete ihre Augen. Ihre Tochter starrte sie an. Sie lächelte und Lydia lächelte und Faye lächelte zurück. Was für eine Art und Weise aufzuwachen, dachte sie. Lydia fasste ihren Mund und ihre Augen an und dann tat Faye dasselbe zu ihr. Sie lagen dort beide sanft und streichelten sanft ihre Gesichter. Ben wachte auf und beobachte sie. Er hat sich noch nie so beschützt und zufrieden gefühlt in seinem Leben. Die Sonne spielte auf den Wänden und Lydia hatte angefangen, die Lichter zu beobachten. Sie lachte an ihre Finger und beide ihre Eltern fingen an, mit ihr zu lachen. Lydia lachte lauter. Und dann lachten sie auch lauter. Benny, ich bin so happy. Sie gedeiht und das Haus fühlt sich so alive an im Moment. Ich kann Geräusche hören. Was ist die Uhr? Es ist nach 9 jetzt. Schon wollen wir mal aufstehen. Ich kann mich gar nicht erinnern, so lange geschlafen zu haben, wann ich das letzte Mal so lange geschlafen habe. Ich war eine Weile auf in der Nacht. Ich wollte dich aber nicht wecken. Ich bin nebenan gegangen. Es ist so leer im Haus. Wir haben so viel Raum hier. Es war einfacher, sie einfach mit mir ins Bett zu nehmen. Sie hat gefüttert und dann sind wir beide so um 2 eingeschlafen, soweit ich mich erinnern kann. Sie lachte. Ich fühle mich jetzt ausgeruht. Und Lydia ist auch hellwach. Lass uns mal gucken, wer aufgestanden ist. Wann sollen deine Eltern nochmal kommen, Toni? Ich kann mich nicht erinnern. Lass uns mal duschen und dann gehen wir nach unten. Dann sehen wir mal, was passiert. Holly und Chris mit Frieda verließen ihr Haus an der Küste um 9. Beide waren früh aufgewacht und obwohl sie sich vorgenommen hatten, erst am Nachmittag anzukommen, hatten sie sich entschlossen aufzustehen. Und sich entschlossen, irgendwo auf dem Weg zu frühstücken. Sie wollten das oft schon mal machen, aber es ist nie passiert. Sie entschlossen sich, irgendwo in Kingston zu stoppen und zu frühstücken, bevor sie weiterfuhren. Holly wollte auch ein Geschenk kaufen für Pete. Sie war froh, dass sie Chris mit sich hatte, obwohl sie war sich nicht sicher, ob er irgendeine Hilfe wäre bei dem Aussuchen eines Geschenks für Pete. David und Susan hatten ein gemütliches Frühstück. Susan war am Einpacken von Petes Geschenk. Sie hatte ihm ein wunderbares Journal gekauft, wie ein Tagebuch. Sie war nicht sicher, ob Pete so etwas benutzte, aber sie hatten es in einem lokalen Shop gesehen und beide liebten, wie es aussah. David hätte es beinahe für sich selbst gekauft, als Susan ihn daran erinnerte, dass sie auf einer Geburtstagsparty eingeladen waren. Beide schrieben in das Journal für Pete: Happy Birthday, make your life the best story. Susan and David, 5th of May 2012.
Herzlichen Glückwunsch. Mach dein Leben die beste Geschichte. Susan und David, 5. Mai 2012. Er würde 34 werden und dieses Jahr ist mit einem Bang für ihn angefangen. Auch wenn er noch nie in einem Journal oder einem Diary oder Tagebuch geschrieben hat, vielleicht würde es ihm passen, jetzt damit anzufangen. Oder er kann es, wofür auch immer, benutzen. Es war das Einzige von dieser Art und Weise. Es ist nicht so schön. Susan hatte es eingepackt. Es ist das Einzige seiner Art und Weise, aber sie hatten auch andere. Sie lächelte und nahm ein rotes Tagebuch aus ihrer Tasche. Hier, das habe ich dir gekauft. Und das habe ich in meine Handtasche geschmuggelt. Ich weiß, du schreibst sehr gerne. Und ich weiß auch, dass du dieses hier beinahe gekauft hast. Hey, fabulous, vielen Dank. Und es sind Linien drin. Und du hast dort hineingeschrieben. I love you, Susie Q. Ich liebe dich, Susie Q. Er nahm sie in seine Arme. Lass uns jetzt aufräumen und packen. Es wäre schön, wenn wir da wären. Zur Mittagszeit. Kapitel 41. Steve und Silvana auf dem Weg zu der Party. Steve und Silvana waren noch im Bett. Sie hatten Frühstück im Bett gehabt und guckten fern. Sie hatten sich entschlossen, bei Steve zu Hause zu bleiben. Er hatte ein riesengroßes Fernsehen. Und sie hatten eine Remote Control von seinem Bett. Silvana dachte, es war alles ziemlich over the top. Aber da war irgendetwas deliziös, Frühstück zu haben und einen witzigen Film zu gucken zur gleichen Zeit. Wann fahren wir los, Stevie? Silvana hatte ihr Ei aufgegessen und Toast und sie war bereit, loszugehen oder loszusetzen. Sie konnte Chap hören. Er bellte. Es war Zeit aufzustehen. Es ist jetzt 10 und ich würde sagen, wir fahren hier spätestens zum Mittag los, um 12 oder so. Wir sind viel dichter an London von hier und wir werden vor 2 da sein, nehme ich an. Ich werde Ben jetzt texten und ihm Bescheid sagen. Erstmal dusche ich jetzt hier. Er sprang aus dem Bett und ging in die Dusche. Ich nehme Chap in den Garten. Ich dusche nach dir. Silvana zog ihre Hose an, um nach unten zu gehen. Sie konnte hören, wie Chap aufgeregt war und bellte. Es war schön, ihn zu sehen, so happy hier zu sehen. Er hatte kein Problem, hier zu sein. Sie öffnete die Tür hinten und ließ ihn in den Garten. Steves Garten war klein, aber umgeben von einer großen Hecke. Und sie setzte sich auf die alte Bank hinten in den Garten. Chap rannte herum und machte sein Geschäft und sie fühlte die warme Morgensonne auf ihrem Gesicht. Steves Garten war low maintenance, war recht einfach gehalten. Es war quadratisch und ein bisschen langweilig. Sie liebte ihren eigenen Garten. Es war hell und viele Blumen und die meisten Morgen, wenn sie morgens aufstand, ging sie meistens mit Chap in ihr Studio und hatte dort ihren Tee. Manchmal blieb sie den ganzen Morgen in ihrem Studio. Sie hatte sogar Hundefutter in ihren Schrank, Chap wusste das. Ach, dachte sie, a change is as good as a rest. Eine Änderung ist so gut wie eine Ausruhen, dachte sie, und stand auf, um zu duschen. Sie freute sich auf Peters Birthday Party. Die ganze Familie wird dort sein. So Holly, der Musiktherapeut, und David, der neue Mann von Susan von Australien, und die erwachsenen Kinder, Ben und Tony, mit ihren Partnern. Sie wünschte, dass sie Poppy hier hätte. Aber das war nur ein kurzer Gedanke. Sie hatten nicht gesprochen für einige Tage und diese Party war recht spontan gewesen. Poppy war bisher immer noch nicht auf Besuch gewesen. Ein Geschenk. Plötzlich dachte sie, dass sie noch nichts gekauft hätten für Pete. 34, was kauft man einem 34-jährigen Mann? Silvana wurde es ganz heiß. Sie ging ins Haus, es war noch nicht 10, aber sie hatten Zeit.
Steve kannte Ben, Steve kannte Pete. Obwohl, nicht sehr gut, aber vielleicht hätte er eine Idee. Die Aktivitäten in dem Haus waren aufgeheizt, nachdem Peter aufgestanden war. Anne hatte schon ein englisches Frühstück gemacht für alle im Haus und als Chris und Holly ankamen, waren alle in der Küche. Ben und Faye, süße Lydia, Melanie, Tony, Anna, es ist so schön, euch zu sehen. Und herzlichen Glückwunsch, Pete. Chris gab ihnen ein eingepacktes Geschenk und Holly hatte die Karte schon fertig. Sie umarmte Peter. Wow, er war so ein gut aussehender, toller Mann geworden. Sie konnte es kaum glauben, dass er 34 wurde. Peter wurde rot. In der letzten Zeit wurde er öfter mal rot. Er konnte sich überhaupt nicht erinnern, dass er rot geworden ist über Jahre. Aber in der letzten Zeit wurde es andauernd rot. Sein Geschenk war ziemlich groß und ziemlich schwer. Er nahm es und hieb es hoch und runter. Was ist es? Open it! Mehrere sprachen zur gleichen Zeit. Mach es auf! Peter nahm das Papier ab. Anna hielt seinen Arm. Sie liebte Papier nochmal zu benutzen und dieses Jahr war wirklich schönes Papier. Gold und schwarz. A Juicer! Ein Safter! Ein Entsafter! Alle lachten. Ich bekomme Geschenke für den Haushalt. Anna liebte Saft zu machen, seitdem sie in dem Haus angekommen war. Diese Maschine sah fantastisch aus. Peter gab es zu ihr. Er war nicht sicher, wie man damit umgeht. Er hatte nur von dem Resultat benefiziert, aber er hat selber noch nie Saft gemacht. Anna sah ihn an. Sie wusste, was er dachte. Ich mache Saft für Faye, sagte Ben. Er wusste, dass Peter das nie versucht hat und Faye mochte gerne seine Auswahl von Frucht und Gemüse, wie er machte. Manchmal fand sie ein bisschen abenteuerlich, weil er mochte gerne rohes Gemüse mit Früchten vermischen und manchmal ging er für Farbe eher als Geschmack. Du wirst das schon lernen. Toni hatte auch niemals Saft gemacht, aber Melanie hatte eine unwahrscheinlich tolle Maschine in ihrer Küche. Und er entschied sich in diesem Moment auch mal einen Saft zu machen, das nächste Mal, wenn er bei ihr bleiben würde. Keine Angst, ich werde es ihm schon zeigen. Anna nahm die Box aus seiner Hand und studierte die Bilder auf der Box. Das sah alles ziemlich logisch aus und sie war froh, dass sie selber einen hatte. Peter sah sie an und erhob seine Augenbrauen. Sie lächelte und hob die Schultern hoch. Vielleicht sollten sie warten, bis Susan und David ankommen, um anzugeben, dass sie die Entscheidung getroffen hatten, Räume hier in diesem Haus zu mieten. Sie hörten die Tür vorne. Susan und David waren angekommen und alle standen auf, um sie zu begrüßen. Jeder hatte sich in der Küche versammelt, als die Tür nochmal klingelte. Steve und Sylvana waren angekommen. Sie waren auf dem Weg angehalten und Steve bestand darauf, dass Pete zum Geburtstag eine Flasche Bushmill Whisky haben sollte. Sylvana war sich nicht sicher, ob das ein gutes Geschenk war, aber sie konnte nichts Besseres denken. Sie wurde versichert, dass es richtig war, weil alle klatschten, als das Papier abgenommen wurde. Hier ein Drink zur Feier, for celebration. Susan nahm Pete in ihre Arme. Es war ein bisschen eine Tradition. Als die Boys älter wurden, saßen sie einen Abend alle zusammen und Chris hatte eine Flasche Bushmill auf den Tisch gestellt, um mit Holly und Susan zu trinken, als die beiden Jungs ihr Examen beendet hatten. Ein Tipple to toast the success. Ein kleiner Prost für den Erfolg. Und irgendwie war das eine Gewohnheit geworden. Ach, du hast mir davon erzählt. Steve lächelte an Susan. Die Zeit der Examen war nicht immer einfach gewesen und sie erinnerte, dass sie ihm davon erzählt hatte. Ihre Eltern waren noch am Leben gewesen und ihr Vater hatte diese Tradition in
sofort adoptiert. Er liebte Whisky und Omi liebte es mit einem Stück Schokolade. Das die erste Flasche der Feier machte es niemals bis zum nächsten Tag. Die Jungs hatten einen kleinen Geschmack, aber für sie war es zu der Zeit noch kein guter Geschmack. Sie waren ins Bett gegangen, ihre Eltern waren später gekommen am Abend und ihr Vater konnte nie Nein zu einem Whisky sagen. Pete öffnete den Verschluss und das Geräusch brachte Chris zum Lächeln. Dieses Geräusch bringt gute Erinnerungen zurück. Okay, ich auch. Ich liebe das Geräusch. Es war etwas, was Opie Michael immer gesagt hatte. Jeder lachte und Susan ging, um diese kleinen Schnapsgläser zu holen. Diese Flasche würde nicht lange brauchen mit 8 von ihnen, die die hübschen Schnapsgläser zum Eingossen hielten. Melanie und Fee wollten nichts haben, aber der Rest wollte dabei sein mit dem Toast. So, das ist das Ende vom Kapitel 42 und dann kommen wir auf 43. See you soon, guys!